Guten Morgen, liebe Minis aus MFW und herzlich willkommen zum dritten Tag eurer digitalen Osterfahrt. Ich freue mich, euch ganz herzlich begrüßen zu dürfen und euch einen kleinen Impuls für diesen Tag zu geben. Es gibt ein Stichwort, ein Sprichwort, das ihr bestimmt kennt, das heißt, Liebe geht durch den Magen. Ich glaube, ein Sprichwort, das man vielleicht mir auch abnimmt, wenn ich das sage. Liebe geht durch den Magen, das bedeutet, wenn jemand etwas vorbereitet, was zum Essen ist, wenn man sich zusammensetzt, um etwas gemeinsam zu essen, wenn man diese Gemeinschaft spürt, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, dann ist das ein Ausdruck von Zusammengehörigkeit, von Gemeinschaft, von Zuneigung, ja sogar von Liebe. Denkt mal an romantische Dinner oder denkt an Süßigkeiten, die man jemandem gibt, den man gern hat. Liebe geht durch den Magen, das ist nicht nur uns heute bekannt, sondern Christus hat das auch schon gewusst. Jesus hat in seinen Geschichten, in seinem Leben immer ganz viel mit Essen zu tun gehabt. Man hat ihn sogar einmal genannt den Fresser und Säufer, stellt euch das mal vor, weil er halt gerne mit seinen Freunden, mit den Jüngern zusammen gegessen und gefeiert hat. Es gibt einige Geschichten aus der Bibel, da wird das ganz deutlich, dass zum Beispiel Jesus, als bei der Hochzeitsfeier der Wein ausgegangen ist, ihnen 600 Liter neuen Wein gegeben hat, sein erstes Wunder. Oder als er mit vielen seiner Jünger unterwegs war und 5000 Menschen Hunger hatten, wie er aus den 5 Broten und den 2 Fischen genug gegeben hat für alle, sodass alle satt geworden sind und sogar noch was übergeblieben ist. Und dann, beim letzten Abendmahl, hat er Brot und Wein genommen und hat gesagt, das bin ich für euch. Liebe geht durch den Magen, sogar die göttliche Liebe geht durch den Magen. Wenn ihr heute etwas vorbereitet, wenn ihr selbst euch ans Backen begebt, dann könnt ihr ja überlegen, wem will ich meine Zuneigung, wem will ich meine Liebe mit dem, was ich bereite, zeigen. Ich wünsche euch viel Freude bei der Aktion und noch alles Gute bei der digitalen Osterfahrt. Euer Tobias Zöller.